Hypo-Tirol war bis zum Wochenende in der Liga noch ungeschlagen. Am Samstag musste der Champions-League-Teilnehmer aber gegen die Überraschungsmannschaft aus Hartberg eine 2:3 Niederlage einstecken. Die noch größere Überraschung gelang den Oststeirern aber gestern Abend in Wien. Auch gegen den österreichischen Rekordmeister Hot Volleys hat Hartberg nach 2 Stunden Spielzeit 3:2 gewonnen. Damit sind die Oststeirer auf dem 2. Tabellenplatz, der die Qualifikation für das obere Playoff bedeuten würde. Was die wenigsten wissen, ein großer Fan der Hartberger Volleyballer ist der frühere Schwimmstar Mirna Jukic. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin hat in Wien mit den Oststeirern mitgefiebert und nach dem Spiel für uns ein Interview mit Co-Trainer Gottfried Rath geführt. Und offenbar weiß eine frühere Spitzensportlerin, welche Fragen man stellen muss. Also, ihr habt ja letzte Woche 3:2 gegen Hypo Tirol gewonnen, jetzt in Wien auch 3:2 gegen den Rekordmeister. Was ist das für ein Gefühl? Das Gefühl ist natürlich noch ein bisschen unbeschreiblicher als gegen Hypo Tirol. Der Zug des TSV fährt anscheinend ganz gut auf den Gleisen. Und war schon wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Das waren sehr viele Punktwechsel. Ich bin schon ein bisschen zitterig auf der Tribüne gesessen. Ich habe mir gedacht, bitte hoffentlich gewinnen Sie. Das war ein wichtiges Spiel um Platz 2 in der Tabelle. Was habt ihr noch so vor? Ja, das stimmt. Das war sicher ein wichtiges Spiel, um Platz 2 zu halten. Gegenüber den Hot Volleys, unser direkter Konkurrenz. Allerdings geht es jetzt gleich Schlag auf Schlag weiter. Wir spielen am Samstag schon wieder gegen Weiz und zu Hause. Und dann müssen natürlich auch die Punkte her, um diesen 2. Tabellenplatz halten zu können. Das Ziel ist natürlich ganz klar den Einzug in die Superliga, in dieses obere Playoff. Ja, das finde ich gut und ich wünsche euch alles Gute und ich drücke weiterhin die Daumen. Das war Mirna Jukic, einmal auf der anderen Seite des Mikrofons. Ein Goldfisch ist also offenbar das heimliche Maskottchen der Hartberger Volleyballer.